Jetzt ist der Bombo total durchgedreht. Jetzt bekommen wir nur noch kurze Videos und keinen stundenlangen Star Wars Talk mehr. Was denn hier los? Beruhigt euch, Leute. Das hier ist nur ein Thema aus unserem stundenlangen Star Wars Talk, das wir ausgekoppelt haben. Wir werden jetzt sämtliche Themen auskoppeln, einzeln releasen und am Ende des letzten Themas werden wir den gesamten Talk releasen. Einen kleinen Haken hat das Ganze allerdings, denn ein Thema bleibt dem gesamten Talk vorbehalten, damit ihr auch noch mehr oder weniger Lust habt, dann nochmal bei dem gesamten Talk einzuschalten. Und für alle die, die es wirklich überhaupt nicht erwarten können und sagen, oh mein Gott, da gibt es jetzt schon einen stundenlangen Star Wars Talk, ich möchte den komplett hören und zwar jetzt sofort, weil ich nicht warten will, das könnt ihr tatsächlich auch und da haben wir uns was einfallen lassen, denn für die Leute, die Nerdbomb wirklich schon seit längerem verfolgen und sagen, wir möchten Nerdbomb tatsächlich auch aktiv unterstützen, für die haben wir die Möglichkeit, dass sie über eine Donation im Wert von mickrigen 2 Euro per PayPal von uns schon den Link zugeschickt bekommen, dass sie den kompletten Podcast anhören können. Das ist für uns einfach die Möglichkeit, uns dann eigentlich auch technisch und qualitativ weiterzuentwickeln, um euch noch bessere Qualität und noch besseren Content zu liefern. Mich würde interessieren, nachdem die ganzen Themen durch sind, lasst doch mal eure Meinung zu dem Ganzen in den Kommentaren. Wie findet ihr das? Denn das ist mir natürlich auch wichtig. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Thema und mit unserem gesamten Star Wars Talk. Schönen guten Tag, Jungens und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb zu einem neuen Star Wars Talk. Ja, inzwischen sind doch schon die ein oder anderen Leaks in Sachen Story oder auch schon das eine oder andere Bild zu Episode 10 bzw. Episode 9, 10 wäre noch krasser, aufgetaucht. Und wir wollen ein bisschen drüber quatschen. Dann würde ich sagen, dann steigen wir auch direkt ein. Ich begrüße als allererstes aber mal, wie immer, unsere Star Wars Talk Crew, den guten Göster. Grüß dich, Göster. Moin Leute, schön wieder dabei zu sein. Unser Saw Gösterra und unseren Bib John Tuner, Jonathan, grüß dich. Schönen guten Abend. Gut, dann würde ich sagen, wir waren relativ lange auf dem Trockenen in Sachen Star Wars Episode 9 und dementsprechend freut's mich, dass wir jetzt doch schon das ein oder andere zu besprechen haben. Die Sachen, über die wir jetzt sprechen, das sind Leaks. Das heißt, das sind keine offiziell bestätigten Informationen. Allerdings sind das wieder mal solche Leaks, die wir auch zur Episode 8 besprochen haben, die sich teilweise oder sehr stark bewahrheitet haben, denn die kommen von einem Reddit-User. Man muss aufpassen, bei Reddit wird natürlich auch relativ viel Müll gepostet. Allerdings ist der Track-Record von diesem Reddit-User doch schon ziemlich krass, denn er leakt nicht nur zu Star Wars-Sachen, sondern zu anderen Filmen auch gewisse Sachen. Und die treffen zu 95% ein. Das heißt, das, was wir jetzt besprechen, hat eine sehr große Wahrscheinlichkeit, so auch in Episode 9 stattzufinden und dementsprechend seid ihr da draußen gewarnt, wenn ihr jetzt zuhört, es könnten potenzielle Spoiler sein, beziehungsweise wir reden diesmal dann wirklich auch über Sachen, die sehr wahrscheinlich sehr nah an der Wahrheit sind, wenn nicht sogar die Wahrheit an sich sind. Dann würde ich sagen, wir starten auch direkt in das Thema rein und das erste Thema wäre dann Kylo Ren soll seinen Helm wiederbekommen. Das war was wir schon vor längerer Zeit mal besprochen hatten. Wenn ihr euch dran erinnert, da gab es schon das Gerücht, Kylo Ren soll seinen Helm wieder fixen. Allerdings wirklich auch fixen. Das heißt, er hat nicht irgendwo noch einen separaten Helm rumliegen, sondern er hat seinen Helm, den er im Aufzug zerdeppert hat, so wie es aussieht, wie schon fast wieder zusammengeschweißt, denn der Helm hat so ganz, ganz feine bis hin zu ein bisschen breiteren roten, fast schon Kristallschweißnähten, also sieht ziemlich abgefahren aus. Er hat seinen Helm wieder zusammengepackt und mich würde jetzt interessieren erstmal, freut euch das, beziehungsweise findet ihr das cool oder habt ihr gehofft, dass wir doch Kylo Ren jetzt ohne Helm sehen? Wie sieht's bei dir aus, Jonathan? Kylo Ren wieder mit Helm und dann auch die Art des Helms, gefällt dir oder eher mehr? Also mir gefällt es ziemlich gut. Ich fand das Aussehen ziemlich ikonisch. Ich habe auch nicht 100% verstanden, warum man bei Episode 8 den Weg gegangen ist, ihn tatsächlich den Helm wegzunehmen. War ja schon am Ende von Episode 7 immer wieder mal. Aber der Helm, ich muss immer daran denken, an den Anfang von Episode 7, wie er aus diesem Shuttle aussteigt und man ihn so in diesem gut. Helm sieht und das sah einfach super badass aus. Und ich denke halt, je nachdem,
Natürlich jetzt abzuwarten sein, welche Rolle er in Episode 9 wie zu spielen hat, aber das lässt mich auf jeden Fall ein bisschen hoffen, dass er doch ein bisschen badassig unterwegs ist. Was sagst du? Möchtest du, dass er den ganzen Film den Helm trägt, was er wahrscheinlich nicht wird? Oder von der Screen Time so Richtung Episode 7 oder weniger? Oder was erhoffst du dir in Sachen Helm? Ja, also ich hoffe mir, sag ich mal, ich würde es cool finden. Jetzt vergleichen wir es mal mit Episode 3, wenn es so eine Szene geben würde, wo Obi-Wan seinen Mantel auszieht und sagt, okay, alles klar, jetzt müssen wir kämpfen, nur ein Sith kennt nichts als Extreme. So eine Szene würde ich mir auch wünschen, dass er da steht und sagt, ich habe es zum Guten versucht, seinen Helm nimmt und den aufsetzt und dann weiß man, jetzt eskaliert er in irgendeiner Form. Naja, sowas in der Art würde ich mir ganz cool finden. Okay. Göster, wie sieht's bei dir aus? Kylo Ren hat seinen Helm wieder mit ein paar, ja, neuen Schweißnähten. Freust du dich drauf oder hättest du ihn lieber ohne Helm gehabt? Teils, teils, muss ich gestehen. Also ich fand den mit Helm mega badass, hat mir richtig gut gefallen. Allerdings hat er mir auch in Episode 8, war Kylo Ren eigentlich einer der wenigen positiven Aspekte in dem Film, weil er halt so als Charakter und als Bösewicht ziemlich nahbar war und greifbar. Und ich fand das eigentlich auch ganz cool. Und wenn ich mal so drüber nachdenke, ich hätte, was ich halt auch mega geil gefunden wäre, wäre einfach einen schönen Umhang mit Kapuze und verdammte geile rote Sith-Augen die ganze Zeit. Statt einem Helm. Das wäre auch mega cool gewesen. Was ich mir bei dem Helm aber auch noch so ein bisschen überlegt habe, ist, das könnte ja auch sein, dass das gar nicht irgendwie Schweißnähte sind, sondern dass er den durch die Macht irgendwie zusammenhält. Um Gottes Willen, bitte nicht. Nee. Das hört sich nach Ich Fanfilm weiß an. nicht, also. Ja, genau. Um 500 Blaster. Nee, ich weiß nicht. Also, ich finde, ich denke, er könnte auch ohne Helm mega badass sein. Aber dann bräuchte er halt Sith-Augen und ein bisschen bösere Mimik. Aber stimmt schon, der Entry bei, oder sein Entrance in Episode 7 mit Helm, der war schon richtig badass. Und wenn er da in Episode 9 auch so eskalieren sollte, dann wäre ich auch völlig dabei. Was sagst du denn zu dem Gesamtlook? Da frage ich gleich auch nochmal den Jonathan. Denn so wie das aussieht bei dem geleakten Artwork, scheint es wohl so zu sein, dass er seinen Umhang aus Episode 8 beibehält, dazu aber eine Kapuze und dann den Helm noch mit dazu. Wie gefällt dir denn der Gesamtlook im Vergleich zu Episode 7 und 8? Gösta? Ach, ich? Ach Ja. so, sorry. ja, ich bin Kapuzenfan. Also Sith und beziehungsweise die dunkle Seite brauchen auf jeden Fall einen schwarzen Umhang mit Kapuze, bin ich der Meinung. Deswegen gute Entscheidung. Top-Entscheidung. Okay. Jonathan, Gesamtlook mit Episode 8, ja, Umhang plus Mütze und Helm unten drunter. Wie gefällt dir der Look im Vergleich zu Episode 7 oder 8? Ich frage mich gerade, hat dann Episode 7 nicht auch eine Kapuze gehabt oder bin ich da jetzt falsch gewickelt? Doch, hat er auch. Dann hat er sich. Er hat allerdings, was ihm jetzt da noch fehlt, er hat die Kapuze war verbunden mit einer Art, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, schon fast riesengroßer Schal, der sich nochmal über die Schultern gelegt hat und über den Brustpart. Der fehlt halt jetzt komplett. Er hat jetzt im Prinzip nur noch die untere Robe und der Umhang mit Kapuze und den Helm dann halt. Ja. Nee, ich find's ziemlich cool. Also es erinnert ja so ein bisschen an diese Sith-Roben, an die Robe des Imperators, erinnert es ja auch ein bisschen mit der Kapuze. Also ich find's eigentlich ziemlich gut. Und das andere, jetzt erinnere ich mich auch wieder an das Ding, wirkt fast ein bisschen feminin verspielt. Und jetzt ist Ja, es ein ein bisschen bisschen. schlanker und ein bisschen Stylo Stylo-Quelle. Kylo. Jetzt ist es ein bisschen schlanker und ein bisschen einfacher geworden. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Okay. Ja, ich muss natürlich erstmal sagen, so wie der Jonathan gesagt hat, ist natürlich Kylo Rens Maske von vornherein auch so ein bisschen das Marketing-Vehikel gewesen. Ne? Auf sämtlichen Toys, auf sämtlichen Zeitungen, überall war Kylo Rens Maske drauf. Keiner wusste so wirklich, wer er ist, aber es war schon das Gesicht des Films, so wie das damals bei Darth Maul in Episode 1 war. Und es war schon auch ziemlich ikonisch. Ich muss sagen, das.
das komplette Kostüm in Episode 1 finde ich sensationell. Selbst mit diesem Schalpart, weil dieser Schal so verranzt ist, also auch wirklich so abgewetzt. Der sieht einfach irgendwie, der Gesamtlook von Kylo Ren, besonders in den Szenen, wo er noch seine Maske hat, ist sensationell. Dann fand ich schon immer geil, wie die Maske sich öffnet, dass dieser Mundpart sich nach vorne schiebt. Und also ja, an sich eine richtig, richtig geile Maske, und auch das Design finde ich sensationell. Ich muss aber auch sagen, ich war ein Riesenfan davon, wie das gehandhabt wurde, warum er die in Episode 8 zerstört hat. Also allein dieser Satz, du bist nichts als ein Kind in der Maske. Ah, der hat so gezogen, der hat selbst mich getroffen im Kino, wo ich gedacht habe, der hat gesessen. Und das war ja dann tatsächlich auch so ein Ding, was Rian Johnson ja benutzt hat, so als Bruch nochmal. Es wurde eingeführt, Kylo Ren soll so der Darth Vader-Typ sein, hat natürlich auch eine Maske verpasst bekommen, war auch so ein bisschen Vader-Fanboy. Rian Johnson hat sich gedacht, damit brechen wir auch, die braucht er gar nicht mehr und die zerschmettern wir. Und Leute, glaubt's mir, auch das ist ein Zeichen von J.J. Abrams, der sagt, die Maske kriegt er wieder. Und wenn ich sie mit Uhu zusammenklebe, die kriegt er wieder an, die hat er in Episode 7 gehabt, die haben die Leute gefeiert. Und ich glaube, dass das eins von vielen, werden wir noch über mehrere sprechen, vielen Signalen Richtung Episode 9 ist, wo man sagt, eigentlich das, was er in Episode 7 schon ganz am Anfang gemacht hat, als Lars von Tecker sagt, das wird einiges wieder ins Lot bringen, mehr oder weniger, so wird er es auch mit Episode 9 handhaben. Das ist für mich eins von vielen Indizien, dass J.J. Abrams da ansetzen wird, wo er in Episode 7 aufgehört hat und seine Vision ein Stückchen vorantreiben wird. Und auch das finde ich total spannend jetzt, was sagte uns das denn über den Charakter von Kylo Ren? Wenn er jetzt die Maske, die er in Wut, weil Snoke ihn so, dahin so ein bisschen gepusht hat, wieder zusammenbappt, sage ich jetzt mal, und dann trägt, ist er jetzt doch wieder sein eigener Charakter, der sich von Snoke so weit gelöst hat und seine Identität, sage ich jetzt mal, gefunden hat und da die Maske ein Teil davon ist, oder ja, ich finde es total spannend. Ich finde auch das, die Designentscheidung total spannend. Was ist denn dieses rote Kristall, diese roten Kristallschweißnähte? Woher kommt das denn? Was ist das denn genau? Also auch das ist natürlich wieder total spannend. Und dann natürlich Umhang mit Haube drüber. Oh, das könnte tatsächlich schon richtig badass werden. Und da freue ich mich tatsächlich echt mega drauf. Ja, wie gesagt, designtechnisch fand ich das eigentlich auch schon mal schon immer wieder eine richtig geile Geschichte. Und ja, ich kann nur sagen, Kylo Ren, Gott sei Dank hat er seinen Helm wieder und auch sein ikonisches Lichtschwert sehr wahrscheinlich, so wie es aussieht auf dem Bild. Und ich denke, das ist auch das, was die meisten Fans wollten, denn ja, wie gesagt, ist einfach ikonisch zu der Sequel-Trilogie und ich freue mich sehr drauf. So, das war's dann erstmal mit diesem Thema. Das nächste Thema wird in Kürze folgen. Denkt dran, der komplette Star Wars Talk wird am Ende sämtlicher Themen im Kompletten nochmal released. Wer allerdings bis dahin nicht warten kann, der hat natürlich die Möglichkeit, jetzt schon über eine kleine Donation von uns den Link zu dem kompletten Podcast zu bekommen. Ich danke wie immer für eure sensationelle Unterstützung und wir hören uns bei der nächsten Review oder beim nächsten Podcast. Bis dann, Peace.